Wenn wir im Winter in den Bergen unterwegs sein wollen, dann brauchen wir auch einen gut gepackten Rucksack. Doch was ist im Winterrucksack eigentlich so drinnen? Und wie unterscheidet er sich eigentlich vom Sommerrucksack? Darum geht es heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Wenn wir im Winter unterwegs sind, dann sollten wir uns vor allem um das Thema Sicherheit Gedanken machen. Aber auch Komfort sollte definitiv eine Rolle spielen, wenn wir darüber nachdenken, was wir denn mit auf den Berg nehmen wollen. Zum Fassungsvermögen kann man sagen, dass man definitiv mehr braucht, als wenn man im Sommer unterwegs ist. Während im Sommer 20 Liter Fassungsvermögen relativ viel ist und man damit im Sommer an den meisten Bergen kein Problem hat, sind 20 Liter im Winter, ungeachtet der Tour und ungeachtet des Gipfels, auf den man gehen möchte, relativ wenig. Deswegen schauen wir uns heute eher was im Bereich 32 Liter an. Und dann werden wir sehen, ob wir damit platzmäßig eigentlich zurechtkommen oder was da dann noch drauf sollte. Zum Außenmaterial des Rucksacks sollte man sagen, dass man nicht jeden Sommerrucksack auch als Winterrucksack verwenden kann. Nicht umsonst gibt es ganz bestimmte sogenannte Skitourenrucksäcke oder Wintertouring-Rucksäcke, die sind nämlich außen etwas anders beschichtet. Beziehungsweise haben sie den Vorteil, dass sie zumindest an der Unterseite, also am Boden, so beschichtet sind, dass man sie im Schnee oder zumindest in der Feuchtigkeit abstellen kann, ohne dass das Innenleben des Rucksacks nass wird. Im Idealfall ist der komplette Rucksack außen mit PU beschichtet. Das bedeutet nämlich, dass wir einfach keine Regenhülle mitbrauchen, sondern wir können so, wie der Rucksack ist, direkt auf den Berg starten und brauchen uns keine Gedanken darüber machen, dass er vielleicht nass wird, weil das Innenleben ist im Winter nämlich wirklich schützenswert. Wenn im Winter Feuchtigkeit in den Rucksack kommen sollte, dann haben wir das Problem, dass bei sehr eisigen Temperaturen das Innenleben des Rucksacks gefrieren könnte. Und das ist unglaublich unangenehm, vor allen Dingen, wenn wir Ersatzkleidung mit uns führen. Doch was muss denn jetzt ganz konkret in den Winterrucksack hinein, was vielleicht im Sommerrucksack gar keinen Platz finden würde? Beziehungsweise, was kommt überhaupt hinein? Machen wir eine komplette Packliste. Zuallererst sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, möchten wir Trinkflaschen oder ein Trinkblasensystem verwenden. Wenn wir das entschieden haben und wir entscheiden uns jetzt in diesem Fall aufgrund der Rucksackkonstruktion für ein Trinkblasensystem, dann können wir das schon mal einpacken. Im Winter brauchen wir genauso viel Flüssigkeit wie im Sommer. Wir schwitzen zwar weniger und es ist weniger heiß und deswegen haben wir in der Regel einen weniger trockenen Mund und trinken in der Regel auch zu wenig. Trotzdem braucht unser Körper genau oder etwas weniger Flüssigkeit als im Sommer. Deswegen sollten wir trotzdem viel zu trinken mitnehmen. Das können wir in unserem Trinkblasensystem jetzt gleich mal in den Rucksack hineinpacken. Aber wir haben hier noch eine ganze Menge liegen. Falls ihr übrigens Flaschen habt, solltet ihr, wenn es wirklich, wirklich kalt wird, darauf achten, dass sie vielleicht nicht in den Außenfächern, sondern in der Mitte des Rucksacks zwischen Kleidung oder ähnlichen Ausrüstungsgegenständen gelagert wird. Mit dem einfachen Grund, wenn sie außen sind, dann kann man davon ausgehen, dass der Inhalt, egal ob das jetzt Wasser oder irgendein anderes Getränk ist, anfängt zu gefrieren und dann hat man letztlich genau gar nichts davon. Also die Außenfächer bei Winterrucksäcken sind nur mäßig brauchbar. Eine Ausnahme gibt's, dazu komme ich aber gleich. Haben wir jetzt das Trinken und das Wasser erledigt, dann können wir uns jetzt mit unserer Sicherheitsausrüstung beschäftigen, nämlich dem Erste-Hilfe-Set und dem Biwaksack. Beides muss unbedingt immer mit dabei sein. Wir haben zu beiden bereits Videos gemacht, die findet ihr oben beim i. Und beide packen wir jetzt ganz unten in den Rucksack hinein, weil im Idealfall brauchen wir diese beiden Ausrüstungsgegenstände ja nicht unbedingt. Deswegen können sie auch ganz unten hinein. Nochmal zur Erwähnung, das hier sind jetzt 32 Liter Fassungsvermögen. Ich habe hier eine 2 Liter Trinkblase relativ vollgefüllt dabei und klassische Erste-Hilfe-Set und Biwaksack-Ausrüstungsgegenstände beziehungsweise auch alle anderen Ausrüstungsgegenstände sind jetzt weder ultra-light noch ultra-klein oder auch nicht super groß oder super schwer. Das bedeutet, wir befinden uns hier in einem ziemlich repräsentativen Rahmen. Weiter geht es mit dem Thema Ersatzkleidung. Im Sommer ist es so, dass wir in der Regel bei Schönwetter zumindest ziemlich sicher trocken bleiben. Also außer wir fallen in einen Bach oder
in einen Wasserfall. Aber im Grunde genommen bleiben wir trocken. Im Winter schaut das definitiv anders aus. Selbst wenn es ein schönes Wetter draußen hat, kann es sein, dass wir im Schnee zu tief einsinken, dass wir einfach hinfallen und dann ist relativ viel nass. Jetzt muss man aber auch einen Kompromiss finden zwischen, ich möchte einen gewissen Komfort und eine gewisse Sicherheit, dass ich Ersatzkleidung dabei habe und trotzdem möchte ich ja nicht meinen kompletten Kleiderschrank mitnehmen. Deswegen muss man sich mehr oder weniger entscheiden. Bei uns lassen wir das Oberteil, also zum Beispiel die Merino-Unterwäsche oben, meistens zu Hause und also haben keinen Ersatz dabei, sondern nur das, was wir anhaben. Aber alles abwärts der Hüfte sollte immer als Reserve dabei sein, denn da wird man besonders gerne nass. Das bedeutet, einmal haben wir hier die Socken dabei, das sind klassische Wander- oder eben dann auch Skisocken, die sollten definitiv als Reserve dabei sein, die können wir gleich in den Rucksack packen. Wie gesagt, Reserve und Notfallausrüstung kann immer ganz nach unten. Wenn man einen Frontloader hat, ist das relativ egal, wo man was hintut. Da sollte man die schwersten Sachen meistens oder am besten in Richtung des Rückens verlagern. Aber wenn man nur einen Toploader hat, dann kann man die unwichtigsten oder zumindest die Dinge, die definitiv nicht zu 100% zum Einsatz kommen, ganz nach unten packen. Jetzt haben wir dann noch die Merino-Unterwäsche für die Beine. Die sollte definitiv als Reserve dabei sein, denn immer wenn es zu kalt wird oder es doch anfängt zu regnen, zu schneien und irgendwann auf einer sehr, sehr langen Tour ist man dann vielleicht doch nass und komplett durchnässt, dann sollte man Reserve dabei haben. Denn, und dazu komme ich gleich nochmal im Detail, Nässe und Feuchtigkeit sind im Winter deutlich, deutlich gefährlicher als im Sommer. Natürlich haben wir, wenn wir losgehen, schon Handschuhe dabei. Und deswegen, die packen wir jetzt logischerweise nicht ein. Aber trotzdem sollten wir nochmal Reservehandschuhe dabei haben. Der einfache Grund ist, dass gerade die Handschuhe sowie auch die Beine, wenn wir hinfallen, meistens ziemlich nass sind. Und ja, es gibt Handschuhe, die sind wirklich gut beschichtet und wasserdicht und wasserfest. Aber Feuchtigkeit, die sich außen ansetzt, und das tut sie auch bei wasserfesten Handschuhen, die verursacht Kälte. Und diese Kälte zieht in den Handschuh ein und dadurch werden unsere Finger spürbar kälter, als wenn die Handschuhe trocken sind. Auch wenn es jetzt im Inneren des Handschuhs noch nicht nass ist, es ist deutlich kühler. Und deswegen sollten wir für den Fall der Fälle trotzdem Reservehandschuhe dabei haben. Das müssen jetzt nicht Expeditionshandschuhe oder Fäustlinge sein. Es reicht ja, wenn das schon mal leichte Berghandschuhe sind oder hier mittlere Winterhandschuhe in diesem Fall. Die können wir auch relativ weit unten im Rucksack einpacken. Etwas, was gerne vergessen wird, beziehungsweise was ich einfach aus Komfort gerne mit dabei habe, ist eine Plane oder vielleicht auch eine Art Sitzkissen. Es ist immer schön, wenn man eine gemütlichere Tour macht, dass man sich irgendwo auch mal hinsetzen kann, eine Pause machen kann. Im Sommer kann ich das auf jedem Stein und auch in der Wiese oder grundsätzlich habe ich da eine große Freiheit, was die Auswahl des Pausenplatzes betrifft. Im Winter schaut das grundsätzlich anders aus. Im Winter müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir trocken bleiben und das funktioniert mit einer Plane oder einem speziellen Sitzkissen am besten. Und deswegen packen wir sowas immer wieder mal gerne ein. Es muss nicht auf jeder Tour dabei sein, gerade auf Trainingstouren, auf sehr, sehr kurzen, muss es nicht unbedingt mit, aber es ist ein nettes Komfortfeature. Schauen wir uns jetzt auch noch das Thema Gamaschen an. Denn egal, ob wir eine Skitour gehen, ob wir mit Schneeschuhen unterwegs sind oder ob wir einfach im Winter wandern, wir können schon mal in die Situation kommen, dass wir in so viel Schnee stecken, dass wir ohne Gamaschen nicht weiterkommen. Natürlich gehören Gamaschen nicht unbedingt zur Pflichtausrüstung. Also wenn wir der Meinung sind, dass nur sehr wenig Schnee liegt oder windgepresster, harter Schnee, dann müssen wir die Gamaschen nicht unbedingt mitnehmen. Aber immer dann, wenn richtig viel Schnee liegt, dann haben sie den Vorteil, dass unsere Schuhe bzw. die Schuhöffnung an unseren Beinen vor Schnee geschützt ist. Und so können wir auch sicherstellen, dass wir möglichst wenig Feuchtigkeit und Nässe in die Socken bekommen. Deswegen packen wir sicherheitshalber die Gamaschen immer ein. Es gibt sie schon wirklich, wirklich günstig und auch sehr, sehr leicht. Und deswegen dürfen sie einfach bei der klassischen Ausrüstung nicht fehlen. Unser Rucksack ist jetzt mit der 32-Liter-Version schon relativ gut gefüllt, aber es fehlen trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten. Die Stirnlampe. Eine Stirnlampe ist unfassbar praktisch und sie kann im Zweifelsfall sogar Leben retten. Im Winter ist die Stirnlampe nämlich die Versicherung dafür, dass wir uns fortbewegen können. Im Sommer, wenn die Tage wirklich, wirklich lang sind, dann müssen wir nicht unbedingt eine Stirnlampe dabei haben. Aber im Winter haben wir eine Tageszeit von vielleicht 10 Stunden oder weniger.
Und da sollten wir uns wirklich gut überlegen, ob wir nicht vielleicht eine wirklich starke Stirnlampe mitnehmen, damit wir uns dann bei Einbruch der Dunkelheit oder vielleicht auch, wenn wir wirklich früh losstarten wollen, uns noch zurechtfinden. Gerade im Winter, wenn wir uns bewegen müssen, weil es warm bleiben muss, weil immer wenn wir stehen bleiben, dann setzen wir uns definitiv einer noch kälteren Temperatur aus, dann ist eine Stirnlampe wirklich sinnvoll. Deswegen packen wir diese auch immer mit vollen Batterien oder vollem Akku entsprechend ein. Ein weiteres Reserveding, beziehungsweise was aber nicht wirklich was mit Nässe, sondern eher mit Kälte zu tun hat, ist ein Schlauchtuch oder ein Bandana. Das packen wir deswegen ein, weil gerade ich habe zwar zum Beispiel immer eins an, aber gerade wenn es wirklich, wirklich windig ist, dann spürt man jeden Fleck von nackter Haut und deswegen das als Absicherung, als Reserve, damit man vielleicht zwei übereinander tragen kann, vielleicht eins für den Hals und eins für das Gesicht als Maske, um vor der Kälte und vor allen Dingen vor richtig kaltem Wind geschützt zu sein. Auch diese Dinge wiegen nichts, kosten nichts, sind wirklich klein und sollten deswegen auch nicht fehlen. Und jetzt kommen wir noch zu einem absoluten Liebling von mir, der Thermoskanne. Die Thermoskanne ist oftmals nicht dabei bei Winterwanderern, aber wird dann meistens letztlich doch vermisst. So ein wirklich warmer, guter Tee, der sollte am Gipfel oder in einer Pause, egal wo, einfach nicht fehlen dürfen. Wir sollten uns entsprechend von innen erwärmen können, denn das ist genauso viel wert, wie uns außen zu isolieren vor der Kälte. Und gerade wenn wir Pause machen, kühlen wir noch schneller aus. Die Isolationsfunktion unserer Kleidung lässt etwas nach, wenn wir stehen. Und deswegen eine Thermoskanne mit heißem Tee, das kann wirklich Wunder bewirken. Diese Dinger sind bei 0,5 Liter bis 0,75 Liter trotzdem relativ groß, auch nicht wirklich leicht und auch relativ klobig, wie man sehen kann. Es ist also eine gewisse Frage des Luxus, ob man die haben will oder nicht. Ich habe sie persönlich immer dabei. Wenn sie nicht reinpasst, dann muss eben ein größerer Rucksack her. Aber bei mir ist diese kompromisslos. Und das ist im Großen und Ganzen neben der Kleidung, die wir anhaben, alles, was wir für eine Wintertour in unserem Rucksack mit dabei haben müssen. Grundsätzlich ist es so, dass die Ausrüstung natürlich etwas variieren kann. Also es könnte ja sein, wenn wir Skitouren gehen, dass wir natürlich auch noch Felle dann da drinnen haben, wenn wir abfahren zum Beispiel oder anderweitige Ausrüstung. Eins dürfen wir tatsächlich nie vergessen, wenn wir im Winter unterwegs sind. Stöcke. Wanderstöcke können im Winter, während sie im Sommer ja eigentlich mehr ein nettes Gadget sind, im Winter tatsächlich wirklich wichtig sein. Denn im Winter haben wir auf verschiedenen Schneeoberflächen und verschiedenen Unterlagen eben das Problem, dass wir nicht immer so gut die Balance halten können und uns im Gleichgewicht befinden. Manchmal steigt man etwas tiefer, manchmal etwas auf etwas festeren Schnee und so kommt es dazu, dass man manchmal etwas unerwartet irgendwo einsinkt und da helfen die Stöcke perfekt dabei zu stabilisieren. Was ansonsten abseits dieser Ausrüstung noch rein kann, sind natürlich Kleinigkeiten wie vielleicht ein kleiner Leatherman oder ein Schweizer Taschenmesser, die klassische Wanderausrüstung im Sommer eben und etwas zu essen. Ob man jetzt vielleicht noch so kleine Grödel oder so Spikes einpacken möchte oder ob man vielleicht mit Skiern unterwegs ist und dementsprechend die Felle dabei hat oder ob man mit Schnee schon unterwegs ist und die dann da irgendwo noch draufpackt, das beeinflusst die Wahl der Rucksackgröße natürlich nochmal ganz schön ordentlich. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Allgäu oder so, im wirklichen Flachland eine Winterwanderung zur aktuellen Zeit machen möchte, wo es zwar Schnee gibt, aber vielleicht noch nicht genug Schnee zum Skifahren, zum Abfahren und auch noch nicht genug Schnee, damit Schneeschuhe sinnvoll sind, dann reichen in der Regel so Grödel ja schon aus und die passen dann auch noch perfekt in unseren Rucksack. Und jetzt können wir den Rucksack hier einfach einmal schließen. Und fertig ist unser gepackter Wanderrucksack für Wintertouren. Eines habe ich jetzt ganz bewusst noch nicht erwähnt, denn dazu wird es irgendwann mal auch ein wirklich detailliertes eigenes Video geben. Das Thema LVS-Ausrüstung. Wenn wir im Winter unterwegs sind, dann ist die LVS-Ausrüstung unabdingbar. Zumindest immer dann, wenn wir uns wirklich im Bergland bewegen. Wenn wir auf Forststraßen oder dem leichten Hügelland bei sehr, sehr wenig Schnee zum Beispiel und nur vielleicht vereisten Passagen oder so unterwegs sind, dann ist eine LVS-Ausrüstung nicht unbedingt notwendig. Das hängt dabei wirklich immer davon ab, auf welchen Berg man geht, was man vorhat, wie man unterwegs ist. Wenn ich eine Waldwanderung zum Beispiel mache,
dann ist es wirklich, wirklich flach. Eine Lawine ist hier absolut unmöglich. Wenn ich aber zum Beispiel auf einen sehr hohen, steilen Berg hinter dem Wald gehe, dann muss die LVS-Ausrüstung unbedingt dabei sein. Dabei ist es übrigens auch vollkommen egal, ob es jetzt hier eine Schneeschuhtour ist oder eine Skitour. Nur wenn wir wirklich im Flachland oder im leichten Hügelland unterwegs sind, dann sollte man sich überlegen, ob die LVS-Ausrüstung wirklich unbedingt notwendig ist, aber in der Regel besser dabei haben und nicht brauchen, als nicht dabei haben und wirklich dringend brauchen. Wie gesagt, zum Thema LVS-Ausrüstung, da wird es dann nochmal ein gesondertes Video dazu geben. In der Regel ist die LVS-Ausrüstung relativ platzsparend. Also ich würde sie hier jetzt in den Rucksack, da ist noch ordentlich Luft, noch reinbringen. Also 32 Liter reichen für mich für eine klassische Ski- oder Schneeschuhtour definitiv aus. Bei den Skitouren kommen dann natürlich noch so Dinge wie der Helm dazu oder vielleicht eine andere Jacke oder wie auch immer. Jeder hat da so ein bisschen seine Präferenzen. Harscheisen zum Beispiel bei manchen Touren. Und da kann man dann natürlich auch überlegen, ob man vielleicht etwas mehr Platz braucht. Aber in der Regel kommt man damit durch jede Tour durch. Wenn euch dieser Grundlagenkurs gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Ganz wichtig. Damit unterstützt ihr uns wirklich sehr. Abgesehen davon könnt ihr auch gerne über unsere Amazon-Links in der Videobeschreibung einkaufen. Wenn ihr das tut, dann kriegen wir eine kleine Provision von Amazon dafür und ihr zahlt trotzdem keinen Cent weniger. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!